Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Get High on Chai, hier mit meiner Freundin Tara und mir. Ja, ich aus dem Kinderzimmer von meinem Bruder und Tara aus ihrem Studio. Hi Betül, was geht? Ja, wilde Woche, viel zu tun gehabt bei dir. Hab's gesehen, was geht ab? Wo bist du und wo bist du nicht? Ich bin jetzt gerade im Kinderzimmer, also im Kinderzimmer meines Bruders. Hi. Habe mich einmal jetzt hier eingenistet. Ja, genau, habe mich eingenistet. Ja, ja, ich bin gerade bei meinen Eltern und tatsächlich werden wir heute Abend die erste Nacht im neuen Haus verbringen, sobald Ogi zurück ist. Wow. Ja, ich freue mich schon voll, tatsächlich. Was geht bei dir? Ja, du warst jetzt in, wo warst du? Am Mallorca? Malle. Oh, nochmal kurz den Ballermann mitgenommen. Ja, nein, natürlich nicht. Aber ja, wir haben leider kein gutes Wetter gehabt. Wir hatten leider so ähnliches Wetter wie hier, nur plus Regen. Aber trotzdem war es noch schön. Voll schade. Ich habe gedacht, boah, jetzt gehen wir endlich in die Sonne, weil der Sommer lässt sich ja richtig gut auf sich warten hier. Aber ich will nicht meckern, ganz ehrlich. Es war schön, mal nicht den Alltag zu machen, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Wie war es denn mit Nai? Also, voll gut. Ging das voll klar? Ja, easy. Also er ist ja Reisen gewohnt, seit er 11 Wochen alt ist, reisen wir mit ihm durch die Gegend. Und deswegen macht dem sowas gar nichts aus. Und ich habe auch keine Angst mehr, weißt du, man hat immer so Schiss, was, wenn die weinen im Flieger oder so? Ja, dann ist es halt so. Ja, ganz ehrlich, ich bin von denjenigen leider, die sich voll aufregen, wenn im Flieger Kinder weinen und so. Und ich denke mir jedes Mal, boah, bitte nicht neben mir sitzen, bitte nicht neben mir oder hinter mir. Aber ich bin mir 100% sicher, sobald ich mal irgendwann Kinder haben sollte, werden sie auch weinen. Und dann werde ich mich über die Person aufregen, die sich aufregen. Glaub mir, wenn sich überhaupt irgendwer Fremdes über dein Kind aufregt, dann wirst du zum Tiger. Ja, glaube ich auch. Dann ist der stärkste Mann neben dir nichts. Ein Lauch. Wie lange wart ihr jetzt eigentlich weg? Wir waren 5 Tage weg. Wir hatten wirklich ein sehr, sehr schönes Hotel. Es war richtig schön, so in diesem Mallorca-Style, weißt du, es war so mit Olivenbäumen und so. Es war so ein altes Anwesen von so einem sehr reichen Typen. Das haben die dann ausgebaut. Ach, geil. Mhm. War das ein Airbnb oder was war das denn? Nein, das war wirklich ein Hotel. Das hat das Hilton, glaube ich, aufgekauft. Und dann haben die das irgendwie 2001 oder sowas, haben die das dann umgebaut. Beziehungsweise angebaut. Überall drumherum, die ganzen Suites. Und ja, das war wirklich schön gemacht. Also ganz, ganz toll gemacht. Die Spanier haben halt so eine Mentalität. Du weißt, du bestellst eine Cola und die kommt irgendwie 2 Stunden später. Aber... Echt? Boah, das hat mich auch... Ich war nur auf, wo war ich denn? Ich war in Malaga und okay, Barcelona war ich auch mal. Also ja, keine Ahnung, bis jetzt. Mallorca war ich noch nie tatsächlich und das ist voll peinlich irgendwie, weil irgendwie jeder gefühlt schon auf Mallorca war. Aber es ist nie zu spät. Ja, es reizt mich tatsächlich seit so 1-2 Jahren mittlerweile, weil ich weiß, dass Mallorca halt auch eine andere Seite hat, außer jetzt Ballermann und die Fußballteams, die dann da hingehen und keine Ahnung, so Randale machen. Das habe ich irgendwie neu jetzt irgendwie mitbekommen und ich möchte auf jeden Fall mal auch nach Mallorca und diese Buchten uns so sehen. Oh, die sind so schön. Diese Buchten sind, ich habe damals einen Sonnenstich dort bekommen, meinen ersten, weil ich so lange halt in dieser Bucht geschwommen bin und halt die ganze Zeit getaucht. Weil es so klar ist, du denkst, du bist gar nicht im Wasser, weil es so klar ist. Das wäre sehr, sehr crazy. Aber du wärst eigentlich jetzt in Cannes. Ich wäre jetzt eigentlich in Cannes. Du musst ja kurz drüber reden, das bricht mir gerade mein Herz. Ja, jetzt bricht mir auch mein Herz. Und ich bin so, wenn ich mir Storys von anderen anschaue, ich wäre jetzt auch da eigentlich. Ja. Ja, die Anfrage kam voll spontan am selben Tag und ich hätte um 17.30 Uhr fliegen müssen. Um 19 Uhr ginge das Event los, aber das ging einfach nicht. Und ich musste wirklich kurz innehalten und sagen, Betül, das kannst du jetzt nicht machen. Und man muss halt auch mal Nein sagen können. Richtig. Das kann ich nicht so gut, aber ich bin stolz auf mich, dass ich es diesmal hingekriegt habe und ich hoffe einfach, dass es nächstes Jahr klappt. Ja, es wird auf jeden Fall noch eine Gelegenheit kommen, nach Cannes zu fliegen. Vor allem, wenn man dann sagt, ja, pack jetzt halt schnell deine Koffer. Ja, es ist halt so obviously, dass halt irgendjemand abgesprungen ist und dann so, weiß ich nicht. Ja, eben. Ich bin dann auch so, ich denke mir dann so,
Ja, aber ich kann halt einfach nicht auf Dings reagieren, ne? Man hat ja auch irgendwie noch ein Leben, aber ich denke mal, dass das nächste Jahr. Meine Freundin Steffi ist gerade dort. Die fliegt dieses Ach, Jahr mit. Mhm. Und ich finde es auch so cool. Wenn du nächstes Jahr eine Anfrage bekommst, welche Steffi ist das eigentlich? Das ist von Mamako, heißt sie auf Instagram. Ich glaube, sie wollte sich noch umbenennen. Ich weiß noch nicht ganz, ob das schon passiert ist, aber sie hört auch immer fleißig zu. Okay. Hi Steffi. Okay. Und sie ist gerade da und sie macht so Beauty- und Fashion-Content für, ich würde sagen, so mittelreife Haut ungefähr. Ah, okay. Ja, cool. Ja, voll cool. Ja, also steht bei dir eigentlich schon irgendeine Reise dieses Jahr noch weiter an oder macht ihr es spontan? Also ich weiß, dass ich jetzt nach Paris fahre. Ich weiß nicht mal ganz genau, wann es war und dass ich jetzt, ob ich da übernachte. Weiß Warte ich mal, privat oder beruflich? Beruflich. Wann? Ich glaube 30 oder so. 30. Ja. Nee, ich bin nächste Woche weg. Auch in Paris. Nächste Woche ist in nee, yeah. Ja, das Donnerstag bis Samstag, glaube ich, oder so. Ah. Schade. Oh Mann, schade. Ja, voll schade. Ja. Nee, ich glaube, ich bin nur für ein Event. Ich glaube, es ist nur, wenn, dann ist es nur eine Nacht. Also es ist kein großes Get-Together oder so. Es ist nur ein kurzes Event. Und sonst haben wir. Ich glaube, das, was du erzählst, da wäre ich, glaube ich, auch gewesen. Aber. Ich weiß, glaube ich, um welche. Es geht um Lancôme. Ja, genau. Es geht lang, da wäre ich auch gewesen. Ja. Aber ich bin da schon woanders und das war schon halt vorher geplant, sonst wäre ich ja auch dabei gewesen. Ja, schade, schade. Ich habe das Gefühl, Mai ist richtig viel los. Es ist super intensiv, super voll. Ich war jetzt gefühlt 80 Mal in Berlin und es ist halt auch mega geil, diese ganzen Events mitzunehmen. Und ich habe ja auch kurz darüber gesprochen, ich meine, du hast es ja alles schon hinter dich gebracht. Ja, genau so. Ja. Du hast es schon alles erlebt und für mich ist das voll Neuland noch. Ja. Und deswegen nehme ich so alles mit, was geht. Freue mich auch so über jede Einladung und über jedes Event und keine Ahnung. Und ich bin ja auch so gesellig, würde ich sagen. Mhm. Aber es ist schon vor allem mit dem Thema Haus jetzt sehr intensiv und stressig, weil wir einfach keinen Tag finden zum Einziehen. Wir finden einfach keinen Tag zum Einziehen. Du musst dir vorstellen, Ugi ist gerade, also ich war ja in Berlin jetzt, ich bin zurückgekommen, er ist nach Berlin und dann ist er nach Frankfurt und heute kommt er zurück und ich habe das Gefühl, wir sehen uns gar nicht mehr. Ja, ich finde auch zwischen all dem, weil man muss das ja mal so, also erstmal waren ja alle Events, dann war gar keins mehr wegen Corona. Ja. Dann hat sich jeder beschwert, dass es nichts mehr gibt und dass alles nur noch per Zoom. Und dann haben sie wieder alle richtig reingehauen. Yeah. Und ich finde auch, also wie du schon sagst, ich habe das ja alles schon mitgemacht, weil ich das ja auch schon seit 10 Jahren mache. Aber ich war auch gefühlt manchmal in einem Jahr so 30 Mal in Berlin. Und dann muss man irgendwann sich so denken, ich muss auch auf mein eigenes Leben aufpassen ein bisschen. Aber ich will auch alles mitnehmen. Ja. Also die richtige Balance. Aber mach's auf jeden Fall was. Also Ariel sah auch so cool aus. Ich war so hyped. So, ich liebe Ariel. Du weißt gar so nicht. Immer 18:30 Uhr kam das. Jeden Tag habe ich mir das angeguckt. Und es ist eine Unverschämtheit, dass ich nicht da war. Weißt du das? Also ich muss sagen, ich habe voll geweint. Du musst den Film auf jeden Fall dir anschauen. Der ist richtig schön gemacht. Mhm. Aber zurück zu dem Thema dieser Zwiespalt. Weil ich finde, das ist nochmal etwas, worüber wir kurz so reden und andocken können. Ich habe gestern, war ich meiner Schwester abends dann unterwegs. Wir sind rausgegangen am Hafen, haben das gute Wetter genossen und dann haben wir so ein bisschen gequatscht, weil sie ist keine Influencerin oder so, sie arbeitet im IT-Bereich etc. Und egal in welcher Branche man arbeitet, ich glaube, dieses Problem besteht halt überall, dass man in so einem Zwiespalt ist zwischen, boah, ich mache meine Arbeit voll gerne und ich bin bei allem super gern dabei und ich möchte alles mitnehmen, aber was ist in meinem Privatleben und wie zu kurz kommt es oder dass man so eine Balance findet. Und aktuell, muss ich ehrlich sagen, fällt es mir schon schwer, weil das ja auch so ein bisschen verschmilzt ineinander. Auch durch das Haus haben wir mit Ugi irgendwie gefühlt nur noch das Thema Haus. Und das ist echt auch crazy, ne? Also das ist auch wirklich so ein Streitpunkt, muss ich sagen. Wir haben nur noch das Thema, okay, wie planen wir alles, wie machen wir alles und ich habe das Gefühl, man vergisst dabei zu reden, sich zu unterhalten, also normal zu reden und zu unterhalten. Und das ist voll irgendwie wichtig, weil
sonst irgendwie so irgendwas fehlt, oder? Ich weiß nicht, hast du das mit Jan auch? Ja, also als wir hier eingezogen sind, hatten wir das auch. Er war ja voll oft hier und hat dann die ganze Zeit die Baustelle überwacht. Wir hatten jetzt keinen externen Bauherrn oder so. Wir haben ja auch nicht neu gebaut. Ja, wir auch nicht. Ja, und das, also ganz abgesehen davon, dass es halt ein Schweinegeld kostet, da ja noch jemanden den ganzen Tag hinzustellen, ist es einfach auch zu viel. Und naja, das ging ja natürlich auch die ganze Zeit ums Haus. Wir haben noch parallel geheiratet, also ging es nur um Haus und Hochzeit. Und was wir dann gemacht haben, das war ganz praktisch, ist, wir sind dann rausgegangen und haben dann gesagt, das Thema Haus, Arbeit, also Haus und Arbeit wird nicht angesprochen. Und jeder, der das anspricht, muss pro Wort, keine Ahnung, 5 € bezahlen, ja? Und dann bist du so in ein paar Minuten raus und dann auf einmal unterhältst du dich dann doch wieder normal über Dinge, die dich beschäftigen, wie es dir gerade geht und so. Am Anfang ist es so, ja, worüber rede ich jetzt? Ja, ja. Also ich möchte dein Partner jetzt nicht zu private. Ja, nein, ich glaube, das geht jedem so. Werden, aber das ist genau das, weil ich glaube, es interessiert voll viele Menschen, die in einer Beziehung sind, aber auch nicht in einer Beziehung sind, weil eben auch das vielleicht ein Problem für sie darstellt. Ich finde, ab einer gewissen Zeit weiß man nicht mehr, worüber man reden soll. Mhm. Und genau da ist der Clou, dass man irgendwie daran arbeitet und dass man was findet und irgendwie das ne, weiterhin so einfach am Leben hält. Aber aktuell finde ich bei dem Thema oder finden wir bei dem Thema nicht raus. Also es ist halt wirklich ist das Haus. Und ich glaube, weil es sich halt auch so krass gezogen hat, ne, 5 Monate ist es jetzt her. Und wir leben ja seit 5 Monaten bei meiner Schwiegermutter. Boah, das ist crazy. Ja, das ist sehr, sehr crazy. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man da irgendwie wirklich, wie du gesagt hast, sich so Regeln setzt. Genau. Und sich über private Dinge unterhält. Genau. Und Ich finde auch, weil du gesagt hast, falls ihr was hört, ich schließe gerade meinen Akku nebenbei an. ich finde, das ist so, geht jedem so. Egal, mit wem ich mich so unterhalte, von meinen engen Freunden, alle kommen irgendwann mit diesem, boah, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ein Thema halt überwiegt. Aber eigentlich habt ihr ja voll die gute Voraussetzung, weil ihr getrennt voneinander voll viel erlebt. Das ist auch immer so mein Tipp, so stimmt. Ey, hängt nicht zu viel aufeinander, weil man muss auch einzeln was erleben, weil ganz ehrlich, wenn nicht, worüber redest du denn dann noch mit deinem Partner? Ich check's auch gar nicht, wenn die gar nicht mehr alleine rausgehen, ne? Ich denke mir so, worüber, was erlebt ihr? Ja, ja ne, so Pärchen, die halt 24/7 zusammen sind. Also ich find's ja, jeder soll so machen, wie er will. Voll. Ja, aber ich denke mir auch, worüber redet ihr die ganze Zeit? Ja, ich weiß es nicht, weil ich wäre nicht cool genug, um dann irgendwann das doch was zu sagen. Und warte ab, wenn du ein Kind hast, dann geht es ja nur noch ums Kind. Ist es dann bei euch so? Dann kommt ja, das war auch bei uns eine Zeit lang so. Oder das ist immer zu verschiedenen so Phasen so. Und danach sagen wir auch immer, okay, jetzt bei jedem Wort, nein, 5 € oder so. Und dann sagt mir keiner mehr was dazu. Okay, eine Frage habe ich jetzt an dich, aber was mich mega interessiert, wie viel Geld habt ihr jetzt in dieser Kasse? Welche Kasse? Ach so. Ich dachte gerade, hä? Was ist das denn für eine Frage? Also, ehrlich gesagt, das ganze Geld geht natürlich, was bei uns so gespart wird, immer diese, kennst du, wenn man überall die Münzen hinwirft oder wenn man irgendwie, das geht natürlich alles in Nice-Box. Habt ihr noch nicht aufgemacht? Hab ich nicht aufgemacht, aber ja, also, da ist schon einiges drin. Der ist auf jeden Fall reicher als ich. Ja, ich kann es mir vorstellen, dass da einiges drin ist. Ich glaube, Ogi und ich müssen auch mal so eine Kasse machen, dass wir über Haus und Arbeit nicht reden, wenn wir mal rausgehen und ein Date haben oder keine Ahnung was. Genau, und dieses Geld, keine Ahnung, das wird nicht für Fun ausgegeben. Für Chanel. Für Chanel. Genau, also man kann das ja so machen, dass derjenige, der mehr Geld da rein tut, das dem anderen geben muss. Ja, oder so. Stimmt. Dann kannst du, also wenn Ogi das zu oft sagt, kannst du dir immer noch die Chanel kaufen. Und wenn Ogi das zu oft sagt, ach nee, ja, du weißt schon, was ich meine. Irgendwie. Oder know, ihr sagt, wir sparen das und keine Ahnung. Mal gucken, was wir damit machen irgendwann. Ja, ja. Sag mal, aufgrund der letzten Woche, letzten Folge,
Hast du mal die Kommentare durchgelesen? Also ich habe mir das so ein bisschen angeschaut und da kam ja so das Feedback, dass man ja das Gefühl hat, dass wir einfach halt durcheinander reden und ja, einfach ein Gespräch führen und dabei nicht darauf achten, dass der andere zu Wort kommt. Und ich habe mir wirklich darüber Gedanken gemacht und jetzt auch versucht, darauf zu achten, diesmal bewusst. Und ich glaube, wir müssen beide, oder ich zumindest, muss mir vielleicht mal so eine Nachhilfe holen zum Speaker sein, weil das normale Gespräch ist ja nicht, wie wenn man jetzt so einen Podcast aufnimmt und keine Ahnung, so eine Speaker-Rolle einnimmt, so redet man ja nicht. Ne, zu Pausen und keine Ahnung was. Und ich muss das doch voll lernen. Oh ja, also ich glaube, wir wachsen schon irgendwann da rein. Aber wir müssen halt gucken, dass wenn wir mit Freunden zusammen aufnehmen, dass wir uns nicht fühlen, als wenn wir in irgendeinem Restaurant sitzen und halt unser normales Gesprächsthema, weißt du, was ich meine? Weil ich kann das mir vorstellen, dass es für andere überwältigend ist einfach und sie so einfach nicht wissen, hä? Aber ich fand die Folge trotzdem sehr gut, vielleicht einfach, weil ich auch gecheckt habe. Aber ja, voll gut, dass du dir die Kritik zu Herzen nimmst und sagst, hey, wir müssen daran was ändern. Ich finde auch, Ausreden ist eine große Kunst. Das ist nichts Einfaches. Weil man hat immer was im Kopf, was man dazu sagen will. Ja, ich habe das Gefühl, mein Kopf rattert und ich will es so schnell wie möglich sagen, aber eigentlich rennst du ja nicht weg. Aber das ist schon immer mein Problem gewesen. Ah, ich rede zu schnell, also schon mein Leben lang. Oh. Und dabei schlucke ich halt auch Wörter zum Beispiel. Und B, ich denke, ich lasse dich ausreden, aber eigentlich tue ich es gar nicht. Im Nachhinein, wenn ich das Video mir anschaue oder das anhöre, fällt es mir natürlich auch auf. Aber währenddessen merke ich das halt nicht. Das ist das Ding bei mir. Ja, aber ja, das sagt eine Deutschlehrerin. Wir haben alle unsere Fehler. Ja, voll. mach dir keinen Kopf. Wir wachsen da schon irgendwann rein und dann wird das schon besser. Ich meine, das ist unsere, was ist das, vierte Folge? Vierte Folge. Ja, crazy, oder? Ich finde es schon cool. Findest du eigentlich das von dem Tempo her alle 2 Wochen gut? Oder würdest du sagen, boah, nee, wir müssen das schon jede Woche machen? Nur ich wüsste nicht, wie wir das meistern sollen, ne? Ja, aber wenn wir ein Studio kriegen. Ja, dann ja. Dann könnten wir sagen, ey, wir gehen, keine Ahnung, um 19 Uhr kurz was in Kaffee trinken, dann besprechen wir die Themen und danach machen wir 2 Folgen. Vielleicht könnt ihr ja hier bei Spotify zum Beispiel, kann man ja abstimmen oder auch in den Kommentaren könnt ihr uns reinschreiben, ob ihr mit 2 Wochen okay seid oder lieber jede Woche eine Folge hören wollt. Ja, genau, sagt das mal gerne. Oder auch bei YouTube in die Kommentare. Wir haben jetzt 1000 Follower auf YouTube, ich bin ganz stolz. Juhu. Was heißt das eigentlich? Ich habe das nicht verstanden, als Jana das geschrieben hat. Ja, ihr könnt jetzt das und das irgendwie machen. Wir können das jetzt monetarisieren. Ich denke, cool, was ist das? Werbung schalten. Ach so, ach, das darf man vorher gar nicht. Nee, du bist kein Partner, wenn du keine 1000 Follower. Früher musstest du bis zu 10.000 Followern, glaube ich, kämpfen, als ich noch angefangen habe. Dann konntest du deine, ganz, ganz früher war das, glaube ich, bei 100.000. Dann ging das echt? Ja, du konntest nicht einfach Werbung schalten. Krass. Und dann ging das runter auf 10.000, meine ich. Und jetzt ist es schon bei 1.000. Also wer jetzt anfangen will, damit Geld zu verdienen. Ich meine, du verdienst jetzt nicht viel Geld damit am Anfang, aber so, why not? Ja. Ich fand's auch cool. Ja. Man kriegt auch ab 100.000 diesen Button. Kennst du den bei YouTube? Diesen Award. Ja. Oh, das ist so cool. Hast du den? Du hast den, ne? Ich hab den, ja. Ja, geil. Ist doch voll Flex. Voll. Ja, also ich finde es mittlerweile schwieriger geworden, überhaupt Follower oder Zuschauer zu generieren. Also ich finde, Menschen schauen mittlerweile halt trotzdem auf deinen Kanal, ohne dir zu folgen. Und das ist, glaube ich, bei YouTube noch schlimmer, glaube ich, weil du kannst ja einfach durch Videos scrollen und musst ja unbedingt nicht dieser Person folgen, so, ne, theoretisch. Und ich glaube, damals war es noch anders, damals hat man noch gerne gefolgt. Jetzt ist es cool geworden, wenn man bei dieser Folgezahl, also wie viele Menschen man folgt, hat voll die niedrige Zahl, hat das halt voll cool geworden, deswegen, also glaube ich zumindest. Das siehst du und bei deswegen YouTube hält gar nicht. Es jeder. Weißt du, was bei YouTube das Ding ist? Bei YouTube ist es so richtig, wenn du von jemandem ein Video angeguckt hast, dann wird er dir sowieso immer wieder vorgeschlagen. Ja. Und früher
war in deiner, auf deiner Startseite nur die Leute, denen du gefolgt bist. Und jetzt sind alle auf deiner Startseite, von denen du immer Videos guckst. Das heißt, es gibt überhaupt gar keinen so großen Anreiz mehr, weißt du, den Leuten zu folgen. Ja. Aber machst du eigentlich noch YouTube-Videos? Ja, also ich habe gerade eine Mini-Pause, weil ich vordrehe. Ich habe jetzt gesagt, ich drehe 3 Wochen im Voraus. Dann habe ich immer genug Puffer, um nachzulegen, weil ich schaff das sonst nicht. Also ich bin jetzt beim 2. Video. Wenn ich das 3. Video fertig habe, dann fange ich erst wieder an, jeden Freitag hochzuladen. Und dann geht es auch wieder mit dem Flow so. Aber ich habe halt einfach nicht mehr so super viel Zeit, mein ganzes Leben aufzunehmen, weil interessiert die Leute jetzt, dass ich auf dem Spielplatz hänge oder im Babyschwimmen oder im Babygym oder so, ne? Und also ich habe mega Respekt vor YouTubern, weil ich finde, das ist doch mal eine ganz andere Liga. Ich schaue mir es halt an und es gibt ein paar, also ich schaue nicht oft und gern YouTube-Videos, aber wenn, dann habe ich so meine paar Favorites. Und zum Beispiel Dave schaue ich super gern zu. Und der macht ja immer so richtig crazy Sachen. Der kauft eine Wohnung, renoviert das Ganze einfach selber, also so contentmäßig. Dann ist der mal da irgendwo auf Reisen und low budget lebt er dann da. Dann macht das also wirklich so Experimente, ne? So richtige Experimente. Und dafür muss man ja halt auch einen Plan haben, einen roten Faden und auch Zeit und auch Geld investieren da rein. Und ich denke mir einfach, das ist so viel Arbeit. Ja. Wirklich Hut ab und ich gönne diesen Menschen wirklich jeden Cent, jeden Erfolg, weil das einfach, das ist geil zum Zuschauen, aber bis überhaupt dieses Video entsteht, das dauert einfach so krass lang. Ja, voll. Und Instagram ist da so ein bisschen einfacher. Ja, du kannst auf Instagram halt einfach deine Story mal eben kurz hochladen. Obwohl, da gibt es auch Leute, die sich halt sehr, sehr viel Mühe für ihren Content geben. Voll, nein, ich will es nicht runterbrechen und sagen, nein, das ist voll easy peasy, das ist es nicht. Ja, ich mache beides und ich weiß, was du meinst. Du bist am Ende mit diesen ganzen Kameras beschäftigt und danach schneidest du das alles nochmal richtig und dann die Farben und keine Ahnung, du korrigierst ja jedes kleinste Mini-Detail am Video. Das ist schon sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe früher 3 Videos die Woche hochgeladen und zwar ganze 8 Jahre lang. Ey, das ist crazy. Ich weiß nicht, worüber du geredet hast. Ich habe 3 YouTube-Videos in meinem Leben gemacht und ich war schon jedes Mal dann so, hey, habe ich das jetzt schon gesagt auf Instagram und habe ich es nicht gesagt? Oder was habe ich jetzt schon geteilt? Also 3 Stück und du 3 die Woche 8 Jahre. Also wirklich. 3 die Woche, das war Respekt. Schon crazy. Danke. Ja, Mann, das ist echt Respekt. Also, ja, cool. Wann kommt Ugi heute wieder? Der ist jetzt schon am Haus. Der ist zum Haus gefahren und dann lernen wir heute tatsächlich, wir lernen den nicht kennen, wie die Familie von der Freundin meines Bruders kommt heute zu meinen Eltern, dann haben wir zusammen ein Abendessen, ja genau, freuen wir uns und und dann fahren wir heute Abend wieder zum Haus und haben tatsächlich wir übernachten das erste Mal dann dort und ziehen also sozusagen jetzt offiziell ein. Ja, wir haben ein Bett, das ist schon bezogen, alles steht. Aber wir hatten noch keine Zeit drin zu schlafen. Das war das eher. Und heute werden wir dann offiziell einziehen. Ich bin richtig aufgeregt, Tara. Oh cool, ich bin richtig aufgeregt. So cool. Crazy. Ich muss einen Schlüssel unter mein Kissen legen. Man macht das ja. Und das ist auch so. Ja, man legt einen Schlüssel unter sein Kissen. Ja, man legt einen Schlüssel unter sein Kissen und also beide, ne? Und dann träumt man im besten Falle was. Und das ist so, das sagt so ein bisschen die Zukunft heraus, sagt man. Im Haus, ja. Keine Ahnung. In der ersten Nacht macht man das nur. Genau, in der ersten Nacht. Und I don't know, ob das stimmt, aber ich mag ja sowas voll. Hätte ich das gewusst, hätte ich das auch gemacht. Bei uns, weißt du, da macht das auch ganz witzig, man wirft immer Eier auf was Neues. Also würde ich jetzt zum Beispiel heute zu dir kommen, müsste ich ein Ei gegen deine Scheibe werfen. Nee, weil das kannst du vergessen. Das schützt dich aber vor Einbrechern und so. Und das macht man halt bei den Autos. Und dann, keine Ahnung, kommt irgendwie, der Nachbar, der ist Zahnarzt. Und der, hat jetzt einen Porsche gekauft. Ne? Richtig coolen. So grauen. Und ich so, darf ich ein Ei draufwerfen? Er so, hast du sie noch alle? Das schützt dich doch. Und er so, nein, schützt dich vor deinem Ei. Also wir haben ja zu Hause Kameras. Ich glaube, ein Ei ist jetzt, glaube ich, optional, brauchen wir nicht. Ich freue mich voll für euch. Weißt du, du wirst voll im Flow sein, wenn du da drin bist.
Ich hoffe. Geil. Jetzt gerade macht es mir Angst. Nein, hab keine Angst. Das ist so geil, ich liebe sowas. Ja, jetzt gerade macht es mir so Angst, weil es einfach riesig ist und ich so winzig bin und ich mir denke, wie soll das funktionieren? Ja. Und ich finde, so ein Haus ist ja immer auch so ein Zeichen dafür, dass man sich jetzt settelt, also ne, dass man jetzt so sesshaft wird, sage ich mal. Und ich bin noch, habe ich das Gefühl, zu feurig und zu keine Ahnung was. Und ich habe das Gefühl, es sperrt mich ein jetzt gerade. Ne? Also ich freue mich riesig, aber eine Seite von mir ist so, oh nee, ich fühle mich gerade so ein bisschen eingesperrt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ey, was? Ich habe das, du siehst das doch lieber als Freiheit, weil das, du bist endlich jetzt in deinem Zuhause. Ich meine, so schön, wie lieb das von deiner Schwiegermama ist, dass die auch euch 5 Monate erträgt. Ja, ist ja nicht nur voll. Andersrum. Also, ja. Aber ja, du kannst jetzt einfach auf dein eigenes Klo, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Aber ich denke mir halt manchmal so eine Mietwohnung, sag ich mal, da bist du halt irgendwie, sag ich mal, freier oder verantwortungsloser. Absolut. In dem Sinne. Und ich übernehme gerne Verantwortung, das ist nicht das Ding, aber das ist halt eine Riesenverantwortung. Und ich denke mir auch so, boah, das jetzt abzahlen, jahrelang, können wir das überhaupt? Also diese Gedanken, manchmal schwirren mir dann so Gedanken in dem Kopf und wo ich dann nicht mehr rauskomme. Und ich denke mir jetzt mal, dann versuche ich mich herauszuholen, weil das bringt ja nichts. Man könnte ja über das ganze Leben so denken und sagen, oh mein Gott, wenn ich jetzt hier meinen Tee trinke und da Zucker reintue, dann kann ich ja, also man darf ja gar nicht so weit im Voraus denken. Und, aber es ist auch gesund, dass du dir darüber Gedanken machst, weil wenn du jetzt sagst, ja, ich mache jetzt einfach weiter wie vorher, dann zahlt sich dein Haus ja auch nicht ab. Sagen wir mal, ich reise auf die ganzen unbezahlten Events weiter, könnte aber in der Zeit bezahlten Content machen. Sagen wir das einfach mal so. Das ist wie für einen anderen Job, wenn man das jetzt mal so richtig versteht. Ich nehme mir jetzt immer Urlaub und fahre jetzt hier und dahin und dann, ja, das zahlt sich dann schon irgendwann mal wieder zurück. Klar ändert sich das ein bisschen, aber ich finde es auch immer noch belastend, wenn ich auf mein Konto gucke oder auf unser Konto. Das ist echt nicht nice. Aber ich weiß nicht, ich hatte noch nie das Gefühl, so richtig zu Hause zu sein bis jetzt, weißt du? Mit dem Haus? Also erst dann? Ja. Ach, krass süß. Ja, also ich glaube, entschuldige. Wir üben das noch, Leute. Ja, ja, wir sind gerade dabei. Ihr merkt es bestimmt, oder? Ja. Wir machen es doch gut. Sag auf jeden Fall mal in den Kommentaren. Ich finde schon, dass wir es diese Folge besser gemacht haben. Also ich habe das Gefühl noch manchmal nicht, aber ich hoffe einfach darauf, dass wenn wir dann drin sind, dass diese Ängste einfach verschwinden oder zumindest einfach minimiert werden. So, das ist meine Hoffnung. Voll. Und aber ich war schon immer ein Mensch, der Angst hat. Von neuem. Ja, du machst dir immer über alles so krass Gedanken. Du bist ja sehr perfektionistisch in allem. Aber ich hoffe, dass du ganz viel Glück in deinem Haus findest. Und Ängste sind auch da, damit die uns stärken. Ne? Also ich habe jetzt mit meinem, du kennst ja meinen Seelenklempner in Isa. Und wir haben auch in der letzten Session, ich habe vorher zu ihm gesagt, Isa, ich kann mich nur noch eine Stunde so darauf konzentrieren, weil den Input, den er gibt, der ist sehr viel. Und wir reden halt meistens so 1,5 bis 2 Stunden. Und dann hat er so auf die Uhr und er so, Tara, wir kommen jetzt zum Ende, weil du hast gesagt eine Stunde. Und ich so, nein, wir reden jetzt gefälligst weiter. Es ging nämlich um Emotionen, wie zum Beispiel ja auch Angst oder Wut oder Liebe oder Trauer. Und dass man sie eigentlich völlig falsch einschätzt. Das heißt, eigentlich, wenn die Angst zu dir kommt, dann will sie dich auf irgendwas hinweisen. Und da musst du eigentlich kurz innehalten. Also wir hatten das Thema Wut. Und bei mir war das dann so, er hat dann gesagt, okay, wenn die Wut, die ist da, damit sie dich beschützt. Sie schützt dich. Sie zeigt dir deine Grenzen auf. Und so ungefähr kannst du das vielleicht mit der Angst sehen. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er mal Teil unseres Podcasts sein will. Ach, geil. Und er meinte, das wäre doch mega. Ja, und er meinte, er kommt etwa in 4-5 Wochen runter in die Gegend. Und dann meldet er sich und sagt Bescheid. Und dann planen wir das Ganze. Und Leute, diese Folge wird so dope, weil dieser Mann macht seit 20 Jahren spirituell, aber auch Psychologie, so beides, ne? Also schon wissenschaftlich, aber auch, also er macht das so krass. Du hattest doch auch mal irgendwie mit ihm ein Gespräch kurz, oder?
Nee, leider. Nee? Also wir haben versucht, das Gespräch zu terminieren, aber ging leider noch nicht. Aber ich muss es auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Und ich finde, diese Folge wird richtig geil, weil wir könnten ja vorher schon so ein paar Fragen sammeln und ein paar Fragen, die wir an ihn stellen können. Und das wäre doch echt cool, weil wenn man schon mal die Gelegenheit hat, mit jemandem, der so ist wie er, zu reden, dann sollte man es definitiv nutzen. Ja, dann kannst du vielleicht auch noch mal zu deinem Haus oder zu deinen Emotionen ein paar Sachen fragen. Weil das ist schon sehr spannend, wie er dann... Er sagte auch so, du bist wertlos. Du bist wertlos. Du bist nicht zu bewerten. Kein Mensch darf dich bewerten. Du bist also wertlos. Weil er sagt halt auch ganz viele Worte, die jetzt heute im Sprachgebrauch verwendet werden. Die werden halt einfach falsch. Bewertet. Gedeutet. So, ne? Gedeutet. Und der zeigt dir das nochmal richtig auf. Und wenn du solche Ängste hast oder egal wer auf dieser Welt, dann finde ich es immer wichtig, dass man mit jemandem darüber spricht. Zum Beispiel mit einem Mental Coach oder jemandem anderen. Das hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Also wenn du Ängste hast, das ist völlig das Gegenteil. Dein eigenes Haus, deine Freiheit da drin. Du kannst einladen, wen du willst. Du kannst machen, was du kannst wach bleiben, wie lange du willst. Du kannst Party schmeißen. Du kannst alles machen. Ja, das ist, ich bin, glaube ich, einfach ein Mensch, der, weil man verbindet ja sofort mit Eigentum Glück und Sicherheit und auch Macht irgendwo. Mhm. Ich habe eine Konnotation mit Eigentum auch in eine negative Richtung, wie Angst, Zweifel, Sorge und aber auch zum Beispiel Verlust. Weil Eigentum bedeutet ja, ich kann etwas verlieren. Und ich kann es ja theoretisch verlieren. Und deswegen bin ich halt ein Mensch, ich habe sowieso super krasse Verlustangst, also seit meiner Kindheit schon. Und etwas zu besitzen bedeutet für mich auch, ich kann es verlieren und ich muss die ganze Zeit dafür etwas tun, um es nicht zu verlieren. Und das ist für mich einfach manchmal zu viel Last, weißt du? Und das überwiegt gerade bei mir einfach mit dem Thema. Aber ich hoffe einfach, dass das irgendwann vergeht und ich da diese Selbstsicherheit auch gewinne durch das Leben in dem Haus. Ja, das wird auf jeden Fall kommen. Ja, es ist ein bisschen traurig geworden hier, aber das war jetzt auch mal eine echte Gefühlslage, ja. Ja, voll. Ich meine, wir haben ja gesagt, dass wir heute über Persönliches sprechen, ne? Dazu gehört auch, was rede ich mit meinem Genau, Partner wir wollten wir wollten so ein Lebensupdate geben und bei mir tatsächlich, kann ich ja nochmal kurz zusammenfassen, Lebensupdate, Leute, das Haus ist gerade A und O, ich genieße aber auch neben diesen ganzen Sachen auch gerade diese ganzen beruflichen Sachen. Ich war auf der OMR in Hamburg, es war mega geil. Ich war jetzt in Berlin, bin jetzt nächste Woche nochmal in Paris, dann nochmal auf Ibiza und so weiter. Es macht mega Spaß und ich entwickle mich einfach weiter. Und meine Familie geht's gut, also es ist sehr, sehr, sehr cool aktuell. Cool. Und das ist gerade so das Pendant zu den schwierigeren Sachen, sag ich mal. Voll cool. Ja. Bei dir? Kurz schön, mal, dass du das auch aufzufassen. Hey, ich habe einfach gerade meinen Fuß so gegen den Stuhl gestoßen und ich habe mir gestern so eine fette Blase gelaufen. Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Ich muss diese Story kurz erzählen. Wir sind nach Bonn gefahren und an alle Bonner, wie zur Hölle kommt ihr zurecht in dieser Stadt? Stopp. Wir machen jetzt daraus, du erzählst es jetzt, aber wir machen daraus jetzt ein Ritual, denn heute erzählst du ja diese Story und diese Story erzählst du gerne unter dem Motto Spill the Chai. Ja, und wir müssen uns jetzt jede Folge, also einmal bist du dran, einmal ich, jetzt bist du heute dran, eine Story aus dem Nähkästchen oder aus dem, was passiert ist, einfach erzählen, die lustig ist, die traurig ist, was auch immer. Irgendeine Story, die erzählwert ist. Coole Idee. Jesus. Coole Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob dass es dem gerecht wird, aber ich erzähle einfach mal. Weil ich habe das, also es war schon echt Pain. Bin ich zu diesem Event gelaufen, ja. Esra hat mit Sinn, das ist so ein Laden in Bonn, hat sie ihre Picks gemacht. Also von verschiedenen Marken kannst du dann Esras Picks
kaufen. Und dann war da so ein Pop-up und Musik und alles. Und ich lief da schon mit so einem riesen Blumenkübel, so voller Erde und dann so einem Baum da drin, ne? Anstatt dass ich einfach einen Strauß Blumen nehme. Nein, Tara musste natürlich morgens in den Baumarkt fahren und hat so einen Baum gekauft. Bin ich dann durch die halbe Stadt damit gelatscht. Hatte auch nur eine Tasche mit so Henkeln, weißt du? Also keine zum Umhängen oder so. Dann war es so mäßig kalt, aber auch nicht. Wir wollten danach noch was essen gehen. Und dann dachte ich so, okay, musst du halt auch deine Jacke mitnehmen. Also hatte ich Atemgefühl. Ich war wie ein Esel. Bin ich durch diese Stadt gelaufen. Und ich habe dann gemerkt, oh, mein Schuh drückt aber richtig. Meine Füße sind sowieso richtig empfindlich. Jeder neue Schuh tut mir erstmal weh. Und dann kam ich da an, hatte schon eine Blase. Alles war gut, es war irgendwie voll warm. Ich weiß nicht, ich war so aufgebraust. Auf jeden Fall, wir sind danach essen gegangen und ich so, nie im Leben finde ich jetzt mein Auto wieder. Oder das Parkhaus. Oh. Und Gösse war ja dabei und Gösse ist ja eigentlich Bonnerin. Und ich sagte so, ja, ich habe da und da geparkt. Und sie so, ja, ja, kenne ich. Und dann sind wir um 11 Uhr losgelaufen, kurz vor 11 war das ungefähr, sind wir losgelaufen zum Parkhaus. Es war aber nicht das Parkhaus. Dann kam Ravi auf die Idee zu sagen, dass er das Parkhaus kennt, wo ich geparkt habe. Dann sind wir auch dahin gelaufen, das war es auch nicht. Ey, wir standen dann da, dann kam so eine Oma uns entgegen, hat uns angefangen anzuspucken. Nein. Also, sie war halt nicht mehr zurechnungsfähig, also Also sie hatte irgendwas, ich weiß nicht genau was, aber es war nicht so geil, weil es war echt eklig. Natürlich. Dann, ja, sie hat dann halt auch so Sachen geschrien, die nicht so geil waren und das war halt unangenehm. Aber am Ende, ne, sie war halt krank und du kannst nichts dafür, aber sie hat dann angefangen so hinter uns her und dann hat sie angefangen zu spucken und ich und dann haben wir so riesen Goodiebags bekommen und wir rennen mit diesen Tüten dann so vor dieser Oma weg und ich mit meiner Blase am Fuß suchen dann bis Mitternacht dieses Parkhaus, steige ein. Wie lange habt ihr gesucht? 1 Stunde. Nein. Doch, what goes around comes around. Wir sind die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir am Ende gelandet sind. Dann komme ich an, mein Akku auch bei 5%, mein Handy-Akku. Mein Tank auf 0. Oh mein Gott. Das könnte auch ich sein. Das könnte auch ich sein, wirklich. Ich war so ich war um 2:30 im Bett. Wir haben ja noch geschrieben, nachts. Ja, ja, ja. Und als ich dir dann gesagt habe, ich muss jetzt echt schlafen, weil ich war wirklich tot, fing dann John an zu schnarchen, wie 3 Männer. Und ich so, boah. Was habe ich mir angetan heute? Wäre ich einfach zu Hause geblieben? Das war mein Spirit. Aber soll ich was sagen? Das war eine geile Story. Ich finde, das war würdig. Ich habe mich auch einmal in meinem Leben habe ich das Auto nicht gefunden und das war auch in Bonn. Nee, ich habe halbe Stunde. Ich gehe da nie wieder hin. Ich habe halbe Stunde das Auto gesucht und du musst dir vorstellen, ich hatte keinen Akku mehr und dann bin ich zur Polizei gegangen. Ich habe die gestern auch gesehen, die Polizeistation. Ich so, ich gehe jetzt dahin, ist mir egal. Ja. Ich bin da hingegangen, habe dir meine Karte gezeigt, diese Parkticket, meinte, ich finde mein Auto nicht. Ja. Dann haben die mit mir gemeinsam gesucht. Nein. Ja. Wie süß die sind. Ja, voll. Ja. Ich meine, die könnten auch sagen, Verbrechen dingsen, aber cool. Könnte auch sein, dass wir dasselbe Parkhaus, das endet so kurz vor der Stadt, du kannst dann nicht mehr in die Stadt reinfahren. Da muss man so runterfahren. Es ist irgendwie underground. Genau. Das ist so, musst du runterfahren. Ich glaube, es müsste das selbe Parkhaus. Das kann sein, ja, ja, ja. Ja, das war mein Chai und ich habe echt jetzt bestimmt noch Ewigkeiten was auf und meine ganze Ferse ist auf einfach. Scheiße, es tut mir leid, aber versuche jetzt einfach Schlappen, weil die neue hier Schlappen, Birkenstocks und keine Ahnung, sind jetzt eh im Trend. Kannst du die anziehen? Ja, für ein paar Stellen. Wir haben ja eh gutes Wetter. Voll. Ja, cool. Ich würde sagen, wir haben jetzt wieder einfach literally 50 Minuten geredet, obwohl wir mit Tara heute gesagt haben, worüber reden wir denn? Weil wir haben eigentlich voll die coole Idee, also was das Thema betrifft. Dafür fehlt uns aber noch der Gast, beziehungsweise der Gast hatte keine Zeit. Und dachte mir so, okay, komm, wir machen heute einfach mal so ein Lebensupdate. Ist ja auch mal ganz interessant. Voll. Und ich finde, es ist trotzdem schön geworden. Ich dachte mir, als wir angefangen haben, boah, wie sollen wir heute die Zeit füllen? Weil ich habe halt nicht viel zu erzählen eigentlich. Digga, wir haben einfach 50 Minuten geredet. Und nonstop einfach. Nonstop. Mach dir darüber keine Gedanken. Ja. Ich mache mir darüber nie Gedanken, weil ich weiß, wir finden schon. Ja, safe. Ja, ja. Ja, ich würde sagen, ihr gebt uns fleißig weiterhin Kommentare ab, wie ihr es bisher macht, auf YouTube, Spotify, Apple Podcast, wo auch immer.
Ja. Und auch gerne Sternchen und Feedback ist uns einfach super wichtig. Wie ihr seht, wir wachsen dran und wir versuchen das ja auch umzusetzen. Und bisher macht es mir einfach mega Spaß und ich freue mich schon, wenn dieses Studio fertig ist. Ich habe mit Kevin nochmal gesprochen, er ist dabei und dann... Cool. Du hast ja schon unsere Leuchter bestellt, ne? Ich habe so ein Leuchtschild bestellt, das ist so cool. Ja, geil. Boah, ich freue mich so krass drauf, ja. Richtig krass. Und ja. Dann wird es richtig professionell hier. Ja. Erzählt das mal euren Freunden, wenn euch der Podcast gefällt. Fragt sie mal, ob sie Bock haben, vorbeizuhören. Ich finde immer so, zwischen Freunden Propaganda ist nochmal richtig cool. Finde ich auch, ja. Voll nice. Okay. Ja. Danke fürs Zuhören, Leute. Für eure Zeit. Danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. See you in 2 Wochen. Und yes. Wir sehen uns auch schon, glaube ich, die Tage nochmal. Am Montag. Ja. Und ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Ich poste da gleich was und dann updaten wir euch dort auch nochmal. Ne? Genau. Mach mal so. Küsschen. Ja. Tschüss. Bye.